Große Suchaktion in der Talsperre Pirk. Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth suchen seit gestern mit Hilfe von Polizeitauchern der Bayerischen Bereitschaftspolizei aus Nürnberg nach einer Spur der seit 2001 vermissten Peggy Knobloch. Vor 13 Jahren gab es Hinweise auf einen treibenden Schulranzen, der möglicherweise dem verschwundenen Mädchen aus Lichtenberg bei Hof gehörte. Damals wurde lediglich das Ufer untersucht. Bisher konnten die Spezialtaucher nur eine Bauplane und einen schwarzen Koffer aus der Talsperre Pirk bergen. Genauere Angaben standen zum Redaktionsschluss noch nicht fest. 2012 wurde der Fall neu aufgerollt. 2 Jahre später wurde der Verdächtige Ulvi Kulak vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Seitdem überprüfen die Ermittler alle eingegangenen Hinweise von damals erneut. Die Suche soll morgen fortgesetzt werden.